Der Tequila ist eines der bekanntesten mexikanischen Kulturgüter. Schon die Azteken haben die Agave, den Agavensaft, vergoren und die spanischen Eroberer durch die Destillation haben diesen Saft destilliert und was ist geschehen? Der Tequila wurde geboren. Heute habe ich bei mir Hans-Peter Eder von Padre Azul als Gesprächspartner, den ich recht herzlich begrüße. Servus, Hans-Peter. Hallo, Wolfram. Servus, grüß dich. Freut mich. Freut mich ebenfalls. Nur, Hans-Peter, jetzt muss ich dich fragen. Tequila, Österreich, wie passt das zusammen? Ja, komm, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es abzukürzen. Also ich habe eine Mexikanerin in Heidelberg kennengelernt, der Jägermeisterparty. Habe mich in sie verliebt, war von dieser Lebensfreude extrem angetan. Und eines Tages musste ich halt nach Mexiko, um die Hand anzuhalten bei meinem Schwiegervater. Und fliegt dann nach Mexiko nach 30 Stunden, kommt dort an, komme in den Garten und dort stehen halt, keine Ahnung, 200 Leute von mir, die ganze Großfamilie. Und der mexikanische Schwiegervater, also mexikanische Schwiegervater sind nicht dafür bekannt, dass sie Schwiegersöhne lieben, aber noch schlimmer, wenn einer aus Österreich kommt. Hat mir dann einen Tequila angeboten. Und ich hatte ein schlechtes Tequila-Erlebnis, wie fast 99% der Menschen in Österreich, mit Tequila mit Salz und Zitrone, ein Mixto. Und habe dann gesagt, okay, ja, da muss ich jetzt durch. Und habe diesen Tequila getrunken und hat sich für mich eine neue Welt aufgetan. Komme ja auch aus einer Schnapsbrennerfamilie, hat ein bisschen immer Bezug zum Vogelbeerschnaps und das hat mich irrsinnig fasziniert. Und das hat mich auch fasziniert, eben diese Symbolik des Tequila, weil der Tequila ist ja das mexikanische Nationalgetränk und ich verbinde ja den Tequila sehr stark mit dieser Kultur. Und die Mexikaner sind halt Menschen, die sich Zeit nehmen für Familie und Freunde und genießen dabei immer an Tequila und das sollte uns auch daran erinnern, dass Tequila oder praktisch Zeit mit Familie und Freunden wichtig ist. Und das hat mich also so fasziniert, dass wir, das immer mein Kopf war und ich habe dann mit Freunden von mir, sind wir dann 2013 gemeinsam nochmal nach Mexiko, wollten dann an Tequila eigentlich importieren und mein Schwiegervater hat dann gesagt, ach, machen wir bei unseren eigenen, er kennt eh alle Leute. Das haben wir dann gemacht, ein bisschen, wie gesagt, eine Schnapsidee. Hatten eigentlich gar keine Ahnung, auf was wir uns da einlassen und haben dann einen Prozess definiert, haben eine Boutique-Distillerie gefunden, wo wir das genauso machen können, wie wir das wollen. Und so ist das entstanden und dann haben wir auch noch versucht, ein spezielles Design von der Flasche zu machen. Wie gesagt, in Mexiko gibt es diesen Día de los Muertos, den Tag der Toten, der sehr groß gefeiert, sehr bunt gefeiert wird, wo man eben den Verstorbenen gedenkt und eine positive Verbindung hat. Und das ist für uns so ein bisschen die Symbolik, gemeinsam mit diesem außergewöhnlichen Tequila. Also Mexiko bedeutet für dich eine doppelte Liebe. Auf der einen Seite die Frau, die Familie, auf der anderen Seite der Tequila. Nur ich verstehe eins nicht. Wenn ich recht informiert bin, gibt es in Mexiko, der Tequila wird ja vom CRD kontrolliert. Das ist eine Institution. Wie es jetzt zum Beispiel genauso im Cognac oder im Armagnac oder im Brandygebiet Jerez gibt. Aber nur der Tequila muss dort produziert sein und kann dann verkauft werden. Aber in dem Fall, ihr lasst es praktisch in Lohnarbeit produzieren, euren Tequila, wird er dort abgefüllt, wird er nach Österreich gebracht, wird er in Österreich abgefüllt. Wie läuft da das ganze Technische, der ganze Background eigentlich ab? Ja, wie du richtig angemerkt hast, der CRD ist die oberste Kontrollbehörde. Also im Jahre 1974 wurde also Tequila geschützt in bestimmten Anbaugebieten in Mexiko. Wir sind dort in Jalisco. Es ist immer noch, dass 85% der Tequila-Produktion aus Jalisco kommt. Also das ist ein geschütztes Gebiet, also mit 1974 geschützt worden. Und es muss also in diesem Gebiet, wo wir sind, also wir sind genau in Amatitán, das ist in der Nähe von Tequila, ungefähr eine halbe Stunde davon entfernt. Dort ist auch der Ursprung von Tequila. Muss es angebaut werden und es muss eine blaue Agave sein. Alles, was nicht eine blaue Agave ist, es gibt ja mehr wie 250 Arten von verschiedenen Agaven, ist der Mezcal, der mittlerweile auch sehr populär wird. Aber Tequila muss dort angebaut werden.
Und dann ist es natürlich wichtig, dass man eben die Genehmigung vom CRD bekommt, weil wir natürlich eine eigene Marke aufgebaut haben, eine eigene Prozedur definiert haben. Und wenn man also 100% Agave-Tequila produziert, dann ist es auch vorgeschrieben, dass man auch vor Ort abfüllt. Also es geht jetzt nicht so, dass wir jetzt bulkmäßig den Tequila nach Österreich bringen und hier abfüllen, sondern wir füllen alles vor Ort ab. Und das ist immer erkenntlich, wenn man auf der Flasche sieht, 100% Agave-Tequila, dann muss das so gemacht werden. Und das ist uns auch sehr wichtig. Also mir ist es auch sehr wichtig, dass auch eine große Wertschöpfung vor Ort in Mexiko geschieht. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben begonnen mit zwei Menschen, die uns die Flaschen gemacht haben, weil jede Flasche bei uns geht durch 200 Hände, von der Ernte bis zum Ende. Und jetzt beschäftigen wir doch schon einen schönen Anteil an Menschen, die wir unterstützen und wo wir auch unsere europäische Kultur, was Mitarbeiter betrifft, auch etwas näher bringen und da sehr stolz sind darauf. Wenn bei so viel Noblesse der Eigennutzen auch befriedigt wird, ist es natürlich perfekt. Aber erklär mir die Definition. 100% blaue Webergarten, 100% Tequila und der normale Tequila. Was ist da von der Produktion her, vom Grundprodukt her der primäre Unterschied? Also der normale Tequila, meinst du wahrscheinlich den Mixto Tequila, den wir kennen? Ja. Das ist der Mixto Tequila, ist 51% Agave. Und der Rest ist Industriealkohol und deswegen auch Hopfe und etc. etc. Alles, was wir hier kennen, Salz und Zitrone, ein Ritual, das von der Industrie mehr oder weniger generiert wurde. Wenn wir aber einen 100%igen Agave-Tequila machen, so wie wir ihn machen, wenn ich das kurz beschreiben darf, also uns ist halt wichtig, dass wir das sehr artisanal machen. Also wichtig ist einmal, wie lange wächst die Agave in diesem Gebiet. Das ist also bei uns zwischen 8 und 9 Jahre bis zur ersten Blüte, weil dann hat sie den höchsten Zuckergehalt. Dann wird sie von Primadores, also händisch geschlagen. Das sind Familien, die das schon seit Generationen machen, die auch ein Auge dafür haben, wann die Agave reif ist. Und wird dann die Agave praktisch geerntet. Die Agave wird dann in Mamposteria-Öfen gekocht, auf sehr niedriger Temperatur. Bei uns ca. 48 Stunden. Man muss da verstehen, es gibt auch verschiedene Verfahren. Es gibt zum Beispiel auch Autoklaves, die den Prozess optimieren und schneller machen und die Produktivität erhöhen. Danach wird die Agave gehäckselt und dann fermentiert. Das ist bei uns auch noch wichtig, dass eben bei der Fermentierung wir keine künstliche Hefe dazugeben. Das heißt, wir benötigen wieder mehr Agave, also wir brauchen pro mit der Agave um ungefähr so zwischen 10 und 12 Kilo Agave, was nicht so einfach ist. Also ich weiß noch, wie ich begonnen habe, hat die Agave einen Peso gekostet und jetzt am Höhepunkt waren es bei 36 Pesos, weil die Killer derartig in dieser Corona-Zeit geboomt hat und auch heuer wahrscheinlich die Nummer 1 Spiritose in den USA ist. Entschuldigung, wenn ich jetzt Entschuldigung, Hans-Peter, wenn ich dir kurz unterbrich. Den ganzen Prozess, den du jetzt beschrieben hast, wie schwer sind eigentlich die Beans, die verarbeitet werden, die sind ja relativ groß und schwer, oder? Ja, die werden bis zu, also so ungefähr so zwischen 20 und 25 Kilo haben diese Beans. Beans deswegen, weil es so ein bisschen ausschaut wie eine Ananas und Beans auf Spanisch ist Beans. Also die sind sehr groß, also nicht so groß wie bei den wilden Agaven des Mezcals. Da gibt es zum Beispiel die Depextate, die bis zu 100 Kilo hat. Aber die haben doch auch eine gewisse Größe. Also mal von zwischen 20 und 25 Jahren, 25 Kilo rechnen Vorgabe. Okay. Der weitere Prozess ist ja der, dass sie eben auf gut Deutsch gekocht werden. Das heißt, was geschieht da eigentlich beim Kochen? Welcher Prozess läuft da ab? Ja, geht es um die Umwandlung von Stärke in Zucker. Ja. Und das muss halt bei uns in einem sehr, sehr langsamen Prozess stattfinden, damit eben wir den höchsten Zuckergehalt aus diesen Agaven herausbringen. Dieser Zuckergehalt, der praktisch aus der Ananas, aus der Biene herausgelöst wird, Prost nebenbei, der wird ja danach in Gärtanks gefüllt. Wenn mich nicht alles täuscht, wird ja in Mexiko, in den Tequila-Gebiet, offen vergoren oder wird auch geschlossen vergoren, in geschlossenen Tanks?
Ja, es gibt da verschiedene Verfahren, wie das vergoren wird. Es gibt auch offene Vergarverfahren und wir machen es auch im offenen Verfahren. Ihr macht es im offenen Verfahren, okay. Wie lange dauert die Gärung? Die Gärung, ja, das hängt wieder davon ab. Wie gesagt, wir geben keine künstliche Hefe dazu. Also wir brauchen so um die 72 bis 78 Stunden, bis wir mit der Vergärung fertig sind. Okay, nach der Vergärung, alle Interessierten wissen es ja, erfolgt natürlich die ganze Destillation. Wie wird destilliert? Wird Rau- und Feinbrand destilliert? Wird in Kolonnenbrennereien destilliert? Wird in kontinuierlichen Anlagen destilliert? Wie wird destilliert? Also wir destillieren in kontinuierlichen Anlagen. Also generell ist es halt auch wieder das Wichtige, das weiß ihr Publikum. Es ist halt, wir destillieren zweimal. Wichtig dabei ist, dass wir also für die Destillation also wirklich nur das Herzstück also verwenden, also el Corazón, wie die Mexikaner sagen, und die Head und Tails entfernen. Das ist natürlich führt dazu, dass wir natürlich weniger Volumen haben, aber natürlich die Qualität stimmt. Also das ist ein strenger Prozess, für den meine Master-Distillerin, der ich voll vertraue, zuständig ist. Wie gesagt, die Erika Sanguiardo stammt auch aus der Familie und ist mit uns gewachsen und die überwacht diesen Destillationsprozess. So, die Destillation. Welcher Alkoholschnitt, in welchen Alkohol oder mit welcher Alkoholgradation rennt praktisch von Anlage der Alkohol heraus? Bei der ersten Destillation geht es um die 55%. Und wir haben jetzt umgestellt beim fertigen Produkt mit der Dilution, wo ja das Wasser auch eine wichtige Rolle spielt, haben wir einen 40%igen Tequila produziert. Das heißt, der fertige Alkohol, der dann auch beim Reposado zum Beispiel in die Fässer kommt, der hat 40%, oder? Oder höher? Nein, muss der, höher der sein. Alkohol, der in das Fass kommt, hat noch 50% und den 50 bis 54%. Und der wird dann praktisch, wenn er dann nach der Reifung fertig ist, auf 40% standardisiert. Okay, diese knapp 55%, ist das eigentlich Standard in diesem Gebiet vom Alkoholschnitt, der produziert wird? Ja, eigentlich schon, aber wir sind nicht drauf gekommen, also, dass wir, also ich wollte ja auch ein neues Tequila-Erlebnis den Menschen näher bringen, sprich, also dass es mir einen smoothen Killer, also ein leicht zu trinkender Killer, dass wir eben dieses, was wir kennen, dieses im Hals stecken bleibende Getränk vergessen und dass es halt für jeden ein Erfolgs- oder ein neues Geschmackserlebnis ist. Deswegen verwenden wir auch, was sehr viele machen natürlich, die Bourbonfässer, die Ex-Bourbonfässer mit amerikanischer Weißeiche gebrauchte für die Lagerung. Und da ist vielleicht bei uns auch noch, also wie gesagt, es wird ja der Blanco Tequila wird ja dann, den kann man bis zu einem Monat noch liegen lassen und dann abfüllen, was wir auch machen. Den Reposado Tequila, damit der Reposado genannt werden darf, ist der Standard vom CAD 2 Monate. Aber wir wollen ihn ein bisschen länger im Fass ruhen lassen. Wir nehmen dafür 8 Monate und den Añejo, den lassen wir, muss man normalerweise, wie ja schon der Name sagt, Añejo 12 Monate ruhen lassen und wir machen das 18 Monate. Aber über den Añejo hinaus gibt es ja noch höhere Qualitäten. Da gibt es ja noch Produkte, die viel länger in Fässern gelagert sind, oder? Natürlich gibt es Produkte, die noch viel länger gelagert sind. Das ist zum Beispiel der Extra Añejo, der also mindestens 3 Jahre gelagert werden muss. Also meine Erfahrung zeigt halt, 3 Jahre, also Extra Añejo ist noch okay. Die höchste Lagerungsstufe, wo sich meiner Meinung nach der Tequila dann verfälscht, ist meiner Meinung nach 4 Jahre. Aber natürlich gibt es Tequilas, die 8, 9 Jahre gelagert werden. Aber soweit ich das jetzt beurteilen kann und für unsere Geschmäcker ist alles, was über 4 Jahre geht, eigentlich schon zu viel für den Tequila, weil es sollte ja doch noch eine Agave-Note im Tequila sein. Okay. Deswegen, ja, wir haben auch extra Añejo gehabt. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder einen bekommen. Ist halt irrsinniger Boom darauf gewesen, also auch gerade in der Corona-Zeit, diesen speziellen extra Añejo, weil der natürlich noch mehr Eichenfassnoten hat.